Herzlich willkommen auf den Analogtagen 2023. Ja, ich bin sehr froh, dass wir verbunden sind mit Nadine von Soul Disco. Das ist ihr YouTube-Kanal. Grüß dich, Nadine. Grüß dich, Norbert, und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Aber gerne doch. Du bist mir sehr, sehr empfohlen worden von dem Michael von 45 RPM und von dem Patrick von Sound & Grooves auch. Und sagt, boah, Nadine, die ist nicht nur cool, sondern die hat auch eine unglaublich gute Sammlung. Erzähl uns was dazu. Ja, ich habe vor 20 Jahren mit Schallplattensammeln angefangen. Das ist so ein bisschen Inspiration meines Vaters gewesen. Ich habe auch einiges seines Equipments geerbt, was ich mittlerweile bestimmte Komponenten ausgetauscht habe, wie mein Revox B790 von 1977. Der musste jetzt dieses Jahr gehen. Es ging einfach nicht mehr. Und habe dadurch halt sehr, sehr viel Musik kennengelernt, die damals gab es noch kein Spotify, es gab noch kein Amazon Music und sonstiges. Du hast halt diese Musik nur auf Schallplatte gefunden und so bin ich sehr stark in den Soul- und Disco-Bereich reingekommen und ja, erfreue mich dieser Musik und sehe die Situation auch etwas angespannt, wie sich die Preise aktuell oder seit 2 Jahren ungefähr entwickeln. Das macht es natürlich für Menschen, die in dieses Hobby reinkommen, finde ich, schwieriger. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Hobby, was mich unglaublich begeistert und auch mit vielen, vielen Menschen, wie zum Beispiel dich, verbindet. Ja, absolut. Also ich bin jetzt zwar sozusagen in Anführungszeichen nur auf der Herstellerseite, aber das ist ja auch bei mir nur ein Teilaspekt, ne? Ich bin ja auch eigentlich Musiker und Plattenliebhaber seit Ewigkeiten. Und irgendwer sagte mir mal, ich glaube mein erster US-Distributor, Hi-Fi-Business is like Drug-Business. You take drugs, next thing you know, you sell drugs. Ja, und das ist da irgendwie genauso. Und ich wollte da einfach Teil des Ganzen sein. Und aber natürlich, ne, das Wichtigste ist und bleibt für mich tatsächlich die Musik, die Tonträger, die Software. Und du lebst das ja praktisch. Also wie viele Platten insgesamt hast du und wie viel aus dem speziellen Genre von dir? Also ich glaube so 1500 Soul- und Disco-Platten. Hier in dem Bereich ist so Elvis, Klassik. Da in dem Bereich gibt es auch noch mal ein paar. Aber ich glaube, das sind ja mittlerweile so um die 2500 Platten in Summe. Ja. Ja. Und es ist, wie du sagst, also es gibt ja Monate, wo ich sage, so, Nadine, kaufst du mal nichts. So, und einen Tag später kriege ich einen Kontakt aus USA, der sagt, pass auf, ich habe hier eine tolle Platte, die muss ich haben. Und ja, einer sagte mir, Nadine, genau das Thema, was du gesagt hast, es ist wie eine Sucht. Aber es ist halt besser, du gibst das Geld für diese Art von Drogen aus als für andere. Da hast du am Ende auch mehr von. Ja, absolut. Ich meine, Musik ist ja auch etwas, was so positiv wirkt insgesamt auf Körper, Geist und Seele. Das kann man ja gar nicht oft genug betonen. Absolut, bin ich völlig bei dir. Wie ist das, du betreibst jetzt diesen YouTube-Kanal seit längerer Zeit, bist da aber überwiegend Englisch unterwegs. Wie kam das? Ich habe, der YouTube-Kanal an sich entstand dadurch, dass ich einen Blog hatte damals, als das mal hip war, jeder so einen Blog, und bin halt ganz oft von Amerikanern, Japanern angeschrieben worden, kannst du was empfehlen an Musik? Und das wurde dann irgendwann so viel, dass ich gesagt habe, Mensch, ich mache lieber einmal die Woche so ein Video auf YouTube, das ist ja auch ganz hip damals. Und habe mich dann entschlossen, so ein Video zu machen. Ich habe tatsächlich am Anfang 2 Versionen gemacht, eine auf Deutsch und eine auf Englisch. Die deutsche Version, die haben sich genau 2 Leute angeguckt. Und eine Person davon war ich, weil ich kontrolliert habe, ob alles gut war. Ich habe halt festgestellt, dass im deutschen Raum, sagen wir, vielleicht war die Zeit noch nicht reif, weil ich werde jetzt öfter darauf angesprochen, mal Videos auf Deutsch zu machen. Und es ist auch für mich total entspannend, das mal auf Deutsch zu machen oder auch so Livestreams, die ich mit Patrick und Michael habe. Das ist so schön, weil du in deiner Muttersprache reden kannst und dann nicht irgendwie mal alle Sekunden suchst, was ist das jetzt für ein Wort. Aber das ist dann an der Stelle einfach so entstanden, dass ich den YouTube-Kanal gemacht habe, wo dann einmal die Woche so ein Video rauskommt. Und jetzt stehe ich halt vor der Herausforderung, dass sich Leute Videos angucken, wo ich sage, hey, das ist eine Platte, also ich hier zum Beispiel irgendeine, die halt kostet 5 bis 10 Euro. Und die schreiben mir jetzt, nee, Nadine, also die kostet 50 bis 80. Und da sage ich, ja, Video ist 2 Jahre alt, sorry. Und das ist dann der Nachteil an der Stelle, aber es macht Riesenspaß. Ja, okay.
Wie ist das insgesamt mit dem Austausch außerhalb der beiden ja, Jungs, also außerhalb von Michael und Patrick? Gibt es da noch eine größere Szene? Also ich glaube, es gibt was, das nennt sich richtig so German Vinyl Community, richtig? Richtig, es gibt die German Vinyl Community und da ist der Timo auch ganz aktiv. Der hat ja auch ein Clubhouse, ich will mich mal sagen Podcast, wo halt monatlich auch Dinge stattfinden, die total toll sind. Da war ich auch jetzt schon öfter Gast und Timo ist so quasi meine Verbindung zur deutschen Vinyl Community. Genauso wie das Patrick langsam wird, weil es ist an der Stelle einfach so, ich habe ganz wenig Berührungspunkte mit der deutschen Vinyl-Community, weil das Genre, in dem ich mich bewege, einfach überhaupt nicht so vertreten ist. Das wäre, glaube ich, anders, wenn ich was mit Jazz machen würde, Rock, Psychedelic, Krautrock, Kraftwerk-Special und solche Dinge, ja. Dann glaube ich, wäre das anders. Aber tatsächlich ist es mit der Soul, Disco, R&B, Funk, ist das in Deutschland nicht so verbreitet. Wie viel Zeit gibst du da rein pro Woche? Also wie oft und wie häufig und wie lange beschäftigst du dich mit diesen Sachen? Also mit der Musik, ich höre jeden Tag mehrere Stunden. Also wenn ich im Homeoffice bin, dann läuft der Dreher die ganze Zeit. Auch abends höre ich immer mal wieder 3-4 Platten durch, weil ich das mittlerweile auch wesentlich angenehmer finde, als die Nachrichten zu sehen. Insofern bin ich da schon echt... nimmt mich das viel mit auf eine Reise. Und ich, wenn ich eine YouTube-Folge oder sowas produziere, kannst du schon rechnen, dass das ein Tag oder zwei Tage die Woche sind, wo ich dann vom Rechner sitze und irgendwas schneide. Also es ist meistens an den Wochenenden, wo ich das mache. Dadurch, dass ich das nicht abfilme, sondern auch immer eine Geschichte dazu erzähle, da kommen Einspieler rein und so weiter, ist es etwas aufwendiger. Das heißt also, zwei Tage die Woche sind nur für das Thema YouTube da. Ja, ein großes Kompliment auch für deinen Backdrop, das, was ja halt ist, nicht einfach ein Vorhang ist, den du runtergezogen hast, sondern du hast da wirklich ein komplett neues Regal wohl dir selber gebaut oder bauen lassen? Es gibt eine Firma in den Niederlanden, Opon heißt die, und die produziert diese Regale. Und ich habe mir das angeguckt und ich war so begeistert, weil du kannst halt wie im Plattenladen, hier, also ich kann tatsächlich reingreifen, was rausnehmen, weil ich das schon öfter gehört habe, mach mal ein anderes Wallpaper. Und ich so, nee, das ist nee, echt. Nee, was jetzt noch extra rein gemacht habe, das war jetzt nicht viel Aufwand, war LED-Streifen, weil ich dann, wenn ich was suche abends, ist das einfach angenehmer, wenn ich da Licht habe. Also das ist super. Ja, sehr, sehr cool. Nadine, ich danke dir ganz herzlich, dass du Zeit für uns hattest. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und sehen uns spätestens zu den nächsten Analogtagen wieder. Auf jeden Fall. Ich freue mich und nochmal vielen Dank für die Einladung und weiterhin viel Erfolg. Bis dann. Bis dann.